Gelsenkirchen ist eine besondere Stadt. Eine besondere Stadt mit vielen Herausforderungen. Und wir stellen uns diesen Herausforderungen. Ich habe mich einfach mit den Kindern, mit meinen Kindern gefreut, dass die an solch tollen Projekten teilnehmen konnten. Die haben, hat sie auch ein Stück weit gebracht, stärker gemacht. Mein Name ist Katja Temime, bin Vorsitzende vom Förderverein. Meine Tochter geht in die zweite Klasse. Ich bin richtig stolz, was wir ermöglicht haben. Das Familienzentrum hat ein großes, wichtiges Ziel, nämlich gelingende Übergänge der Kinder von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen zu gewährleisten. Und das trifft sich aber mit unseren Aufgaben als Schule. Für mich als Schulleiter ist das auch wichtig. Deswegen war für mich von Anfang an das Familienzentrum immer ein integraler Bestandteil von Schule und nicht irgendeine Erkerlösung. Ich heiße Rüdiger Schrade-Tönnissen, bin seit 2014 Schulleiter hier in der Grundschule und im Familienzentrum in Bremen. Alles das, was wir jetzt hier in Grundschule machen, mit dem Familienzentrum, ist das Familienzentrum. Deswegen heißen wir auch Grundschule und Familienzentrum in Bremen. Ich stand hinter der Idee, weil wir was Gutes für die Kinder, für die Familien hier in Gelsenkirchen machen. Zu Beginn hatte ich auch ganz viel Sorge. Ich war sehr skeptisch, ob ich die Rolle, das Ganze zu koordinieren, überhaupt schaffen kann. Ich heiße Nedelmann Aksoy. Ich bin die Koordinatorin der Familienzentren in Grundschulen hier in Gelsenkirchen. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin. Wir in Gelsenkirchen hatten die Idee, das erfolgreiche Modell Kindertageseinrichtungen, Familienzentren in Grundschulen mal auszuprobieren. 2015 wurde die Wübben-Stiftung auf unser Projekt aufmerksam und die Stadt Gelsenkirchen hat mit der Wübben-Stiftung eine Entwicklungspartnerschaft geschlossen. Die 6 Familienzentren in Grundschulen werden aus kommunalen Mitteln finanziert. Ich finde es schön, dass meine Mama auch manchmal dabei ist. Und wir als Familie auch viel erleben. Und die Schule macht mir auch so Spaß. Ich heiße Eileen. Ich bin 7 Jahre alt. Ich bin in der 2. Klasse. Wir haben als erstes in NRW ein Familienzentrum in einer Grundschule eingerichtet. Wir hier in Gelsenkirchen sind für die Kinder dieser Stadt da.